Grüezi miteinander. Im November dürfen wir Wetzikerinnen und Wetziker abstimmen über ein verkehrsfreies Zentrum in Oberwetziken. In der Abstimmung geht es darum, dass der Stadtrat und das Parlament aufgefordert werden, sich mit allen Mitteln einzusetzen für ein verkehrsfreies Zentrum. Die Bahnhofstrasse sollte ab der reformierten Kirche bis zur Einmündung Bachtelstrasse verkehrsfrei werden. Das Ziel der Initiative ist, dass unser Zentrum ein attraktiver Begegnungsort wird und die Lebensqualität erhöht wird. Sie haben sich das vielleicht auch schon gewünscht. Ein attraktives, angenehmes Zentrum, wo man hin will und nicht möglichst schnell wieder weg. Eins, wo die Kirche im Zentrum des Dorfes steht und nicht im Kreisel. Eins, wo nicht von Hektik und Verkehr beherrscht wird, sondern von Leben und Leuten, die miteinander den Plausch haben. Am 16. September organisiert die EVP eine Infoveranstaltung zum Thema. Sie findet direkt vor Ort im Zentrum auf dem Leuenplatz vor Ort für aussen statt. Mit dabei ist der Mitinitiant Dominik Scheibler, der Stadtrat Pascal Bassou und das Parlamentsmitglied. Sie werden informieren und debattieren und es wird sicher nicht an einer spannenden Diskussion fehlen. Genau diese Diskussion interessiert uns. Mit Ideen, Meinungen, Fragen, vielleicht auch Kritik miteinander ins Gespräch kommen. Das wäre die Idee von diesem Abend. Am 16. am Donnerstagabend, mitten im Zentrum, auf dem Leuenplatz.